Mein Opa hat immer gesagt, nur wenn man einen ordentlichen Betrieb hat, kann man auch gute Produkte herstellen. Das ist einfach so in meinem Kopf verankert. Unser Familienleben, wir wohnen ja oder wohnten auch damals direkt neben der Firma hier in der Höfelstraße. Und es war immer, im Familienleben war das Unternehmen immer ein zentrales Thema. Alles hat sich um die Firma gedreht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich schon als junger Bursch schon hier mit meinem Vater zusammen mitgeholfen habe, samstags gearbeitet habe. Ja, Gegus gehen, ja, das sehe ich vor allen Dingen mal, das kann man eigentlich vom Opa schon sehen, oder auch meinen Vater, dass wir sehr Wert auf Ordnung und Sauberkeit legen. Das, glaube ich, zieht sich durch die Generationen durch. Auch ich heute ist für mich ein wichtiges Thema, die Ordnung und die Sauberkeit. Ja, da habe ich noch so ein, im Archiv habe ich noch so einen Schatz gefunden. Anno 1973 war eine Kundenkartei gegen jeden Hackerangriff gewappnet. Auch kein Absturz, kein Serverabsturz. So waren die Kartei damals sortiert mit Adresse, mit Telefonnummer, Umsatzzahlen und so Kennzahlen dann. So wurde damals gearbeitet. Ein schöner Schatz noch, wo wir im Archiv gefunden haben. Es gibt natürlich Erzählungen dann von meinem Opa und auch von meinem Papa, dass der Opa 1947, also zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland in Schutt und Asche lag, sich selbstständig gemacht hat mit 39 Jahren in der Burgstraße 12 in Weingarten. In der Scheune vom Haus hat er dann angefangen mit der Fabrikation der Gummigliedermatten. Ja, die Produktion der Gummigliedermatten war eigentlich eine schmutzige Arbeit, wie gesagt, aus gebrauchten Lkw-Reifen, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch zur Verfügung waren. Die wurden also rausgestanzt aus dem Reifen. Da wurde erst die Lauffläche abgespalten und dann eben die Glieder rausgestanzt und dann mit Hand eingefädelt. Das ist zum Beispiel noch, was nach wie vor gleich ist wie früher, dass wir die Endmontage komplett in Handarbeit machen. Deutschland, Österreich und Schweiz, das waren die Exportländer. Weiter aufgrund der Sprache war es nicht möglich, Export aufzubauen. 1994 waren die Anfänge, da haben wir auf der großen Baumesse in Paris ausgestellt, wo ja, Zweifel waren, ob wirklich Firmen oder Kunden wir gewinnen können in Frankreich oder sogar in anderen Ländern. Mit der Internationalisierung habe ich dann auch die Gründung der zwei Niederlassungen natürlich dazu beigetragen. Einmal die Gegus France, die 1996 in Straßburg gegründet wurde. Dann 1998 die Schweizer Filiale, die erste SMS hieß, für Swiss Mattensysteme, später auch in die Gegus-Gruppe mit einbezogen wurde. Und dann war ich noch 98 auf der IBEX-Messe in Hongkong, im Convention Center, kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und die Chinesen und die Hongkongianer haben uns die Bude eingerannt. Und da haben wir zum Beispiel dann ja, den Flughafen in Hongkong, den neue damals, mit Matten ausgerüstet. Und dann eben auch die jüngste Gegus-Tochter, das war Gegus Singapur. Mit Singapur machen wir schon über 15 Jahre Geschäfte. Und die Gegus Asia wurde dann 2013 gegründet und auch in die Gegus-Gruppe mit eingenommen. Ich
klingt immer so einfach, so Fußmatte, aber wir haben mittlerweile fast 30 verschiedene Aluminiumprofile, eigene Profile mit verschiedenen Höhen, mit verschiedenen Stärken und verschiedenen Abmessungen. Das ist heute eine Designermatte, wo eigentlich auch jeden Eingang verschönert. Nicht umsonst heißt unser Slogan: schöner Eingang, steiger Auftritt. Ein weiterer Slogan international ist Handmade in Germany, was wir uns immer wieder auf die Fahnen schreiben. Und da natürlich möchte ich in diesem Zusammenhang auch unsere Mitarbeiter loben, die wirklich da mitziehen. Und ohne die Mitarbeiter geht es natürlich auch nicht. Nur im Team, wie man so schön sagt, kann man was reisen. Und das ist natürlich die Mitarbeiter ein ganz wichtiger Aspekt bei uns. Und ja, ich bin stolz, wenn ich durch die Firma laufe und wir viele Arbeitsverhältnisse haben, die über 30 Jahre, ich habe heute Morgen nochmal nachgesehen, sind über 30 Jahre, viele über 20 Jahre, also Mitarbeiter, wo wirklich schon lange mit uns zusammenarbeiten. Man weiß bei Gekos, was man bekommt, und zwar eine super Eingangsmatte, eine super Qualität. Weingart ist unsere Heimat, da ist man auch stolz, in dem schönen Weindorf unseren Standort zu haben. Auch immer Anekdoten, wenn ausländische Kunden uns besuchen, immer fahren sie mit einem sehr guten Gefühl weg, weil sie einfach sehen, es ist ein schöner Ort. Für uns auch wichtig hier lokale Arbeitskräfte. Viele kommen aus Weingarten oder aus der näheren Umgebung. Das heißt, für uns als Firma Gekos war es immer klar, dass wir den Standort hier behalten möchten, dass wir hier investieren. Gekos engagiert sich sehr stark bei Weingärtnervereinen. Lebenslauf zum Beispiel, der Blut e.V., wo wir seit Jahren als Premium-Sponsor unterstützen. Das ist für uns auch ein wichtiger Aspekt, auch was zurückzugeben, Projekte zu unterstützen. Wo wir sehr stolz drauf sind, ist der Gekos Sportpark, der ja dieses Jahr öffentlich eingeweiht wurde, letztes Jahr errichtet wurde und wir da Namenspate sind. Das ist ja für uns auch eine super Sache, wo wir auch stolz drauf sind, dass wir jetzt auch, sagen wir, nicht nur in Weingarten, sondern auch über die Grenze hinaus ein gutes Standing haben, eine gute Reputation. Ja, kann man versprechen, dass wir auch hier in Weingarten bleiben. Jetzt als verantwortlicher Geschäftsführer dieses Jubiläum am 1.8. zu feiern, erfüllt einen mit Stolz und macht einen glücklich. Was wünscht man sich als jetzt schon einige Jahre hier als Geschäftsführer? Meine Kinder sind jetzt auch schon 19 und 17. Wünscht man sich als Unternehmer, dass die Tradition vielleicht fortgeführt wird von meinen Kindern? Das wäre eine tolle Sache, dass sie in die Fußstapfen vom Vater, vom Großvater, vom Urgroßvater treten können und das Firma vielleicht nochmal weiterentwickeln. Ja, das wäre ein Wunsch von mir, dann auf die 100 Jahre zugehen. Ja, das wäre eine tolle Sache.